Nachdem meine erste Reaction auf Too Hot to Handle Germany ja für den ein oder anderen Eklat und Skandal bei der ein oder anderen Teilnehmerin dort gesorgt hat, habe ich mir gedacht, reagiere ich doch einfach mal weiter darauf. Die Teilnehmer glauben wirklich, dass sie bei Tropical Desire sind. Und ich habe gerade eine Bestellung aufgegeben, die mir hilft, mein Retreat-Programm zu starten. Ich find's halt crazy, dass niemand von denen irgendwie so low-key mal dachte, Mensch, von den Kameraleuten, sieht schon sehr professionell aus für so eine deutsche Tropical Desire Show. Und dass da vielleicht auch irgendwo mal Netflix an irgendeiner Stelle stand, so, ich weiß es ja nicht. Stella ist halt auf jeden Fall eine Bombe. Stella wird mich sehr, sehr verrückt machen, also einfach durch ihre Art und ihr Äußeres. Stella ist mein Favorite, also da werden wir uns definitiv mal auf die Füße treten, ne? Oh, ich glaube, da gibt's mehrere Leute. Ey, was ich so crazy finde, ist, dass sie halt wirklich alle seit gefühlt halt in dieser Serie 3 Minuten auf dieser Insel sind. Und jetzt so direkt alle sagen können, ja, ich stehe auf die, ey, dass sie alle nur das im Kopf haben, ist irre. Menschlich gesehen. Okay. Wie heißt nochmal der, ich bin so schlecht mit Namen, I'm sorry. Wie der heißt Große? Der Große, Tobi. Ist wahrscheinlich Anna Stiegel. Ah, hör mal. Also wenn ich einen Traummann beschreiben würde, dann wäre es, glaube ich, ja, der Tobias. Ich im Ausland an der Bar. Ich hätte gern Tobias. Ja, was sie auch reinkam, so, ich bin 1,90, so, ja, fragt man sich, ob er auch was anderes groß ist. Hätten die Serie eigentlich auch Too Cold to Handle nennen können, meiner Ansicht nach, bisher. Ja, aber Jungs, Konversation ist extrem wichtig untereinander, okay, dass wir es wirklich klären. Keine Aktion hinterm Rücken oder so. Hand drauf. Vor allem auch das Verständnis. Jungs, Hand drauf. Auf jeden Fall. Los. Wir sind doch da. Die Sache ist, bei Jungs gibt's sowas wirklich. Also ich kann das nur sagen, ich hatte eigentlich, glaube ich, noch nie Stress mit einem Typen wegen einem Girl. Was ich bei Mädels bisher so mitbekommen habe. Boah! Aber egal, welche Strategie ihr habt, in 5 Stunden ist Ende in der Lände. Oh, 5 Stunden noch. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall heute gucken. Ich will auf jeden Fall noch die Reaktion mitnehmen, wie die das erfahren, dass sie gar nichts miteinander haben dürfen. Lieferung für Lana. Ah, es ist ihre Bestellung. Was ist das? Und wie funktioniert es? Das ist ein Zometer. Seine Aufgabe ist es, heute Abend den Erregungsgrad meiner Teilnehmer zu messen. Ja, da waren vorhin schon ein paar Szenen, die konnte ich alle nicht reinschneiden. Da haben die gerade den Bettenraum hier entdeckt und alle Teilnehmer labern irgendwas plus 18-mäßiges. Ey, wenn... ich krieg Gänsehaut, wenn ich das alles so sehe. What is that? Warum sagt die What is that? Die Frage ist, was zur Hölle steht da draußen? Sag doch, was ist das? Wir kommen da so hin, auf einmal steht da dieses Riesenteil. Ja, hier auch. Kann es sein, dass du dumm bist? Ja. Keine Sorge, Leute, Aufklärung naht. Unsere Producerin erklärt den Teilnehmern gerade, dass es ein... Oh mein Gott. Was ich aber gerade gesehen habe auf den T-Shirts hier, steht wirklich Tropical Desire drauf. Also Netflix hat sich wirklich Mühe gegeben. Voll schön. Come on. Wow. Es gibt Männer, die nicht ganz genau wissen, wie man mit der Zunge umgeht, aber ich glaube, da kann ich noch auf viel gespannt sein, was Tobi angeht. Ich habe eine ganz kurze Frage zu diesen generellen Interviews. Ne? Wie gesagt, ich schaue kein ASI-TV, ich schaue kein Reality-TV, gar nichts. Machen die diese Interviews einmal am Tag, abends, so wie ich mir das produktionstechnisch am sinnvollsten vorstellen kann, oder direkt nach solchen Situationen? Weil so wie sie sich ja hier gerade freut in dieser Szene, muss man eigentlich denken, Netflix oder Tropical Desire, die haben das über die Live-Kameras beobachtet, haben gesehen, aha, der Tobias und Birgit, die knutschen gerade in der Dusche rum. Zack, komm mal her, ab ins Interview. So, was sagt ihr zum Kuss? Wie geht's euch? Was denkt ihr für die Zukunft jetzt? Was erhofft ihr euch von da, Klimawandel? Wie steht ihr so? Also wann machen die sowas? Weil mit solchen Emotionen, das muss ja entweder komplett gefaked sein oder kommen wir schon weiter. Vibe-Faktor 100. Wer bietet mehr? Oh mein, warte mal. Oh mein Gott!
auch wieder vielleicht aus produktionstechnischer Sicht eine ganz, ganz dumme Frage, aber das muss doch alles gefaked sein. Ich meine, spulen wir mal einen kleinen Moment zurück. Hier liegt Emily mit Akka, Attacker, keine Ahnung was, auf der Liege. Und dann laufen hier Kevin mit der anderen her, genau vor denen, während die genau da so liegen, setzen sich hier hin. Und jetzt geht's wahrscheinlich darum, dass Kevin, genau, mit der jetzt plötzlich Quatsch und verkabelt ist, mit perfekten Kameraperspektiven. Das heißt, es muss doch alles gesettet sein. Als wenn die sich da gedacht haben, oh, die beiden liegen da, Kevin schnappt sich Mädel, komm, wir gehen kurz vor denen her, perfekt, und dann setzen wir uns hier hin, damit wir dann hier unser Interview machen können und unsere perfekte, also das ist doch irgendwie, ich weiß, also, so funktioniert der ganze Lachs natürlich auch, so baut man eine Story auf, und es wäre natürlich auch langweilig, wenn jetzt direkt alle einfach in ihre Betten gehen würden, bumsen, so keine Ahnung was, so klar, safe, aber, dass dann Leute dann, also das ist doch, kann man sowas schauen? Ich meine, ich schaue es auch. Ich verdiene damit halt auch Milliarden. Du merkst ja, ich bin am Anfang, ich glaube, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner. Aber ich kann auch anders und aus mir rauskommen. Okay, aber da bin ich sehr gespannt. Gamma? Gamma? Bin ich plötzlich Grieche? Ist der, also, ach, komm, ich lass es, es ist doch, oh, komm, ich kann mich da, Netflix, ich bin dabei. Sollen wir mal was herausfinden? Ja, es war doch klar. Es. Warte. Das heißt doch, Netflix hat sich direkt gedacht, komm, wir bauen eine Story auf. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Ich schwöre bei Gott. Ich habe noch nicht weiter geguckt als diese Stelle. Ich reagiere hier zusammen mit euch drauf. So. Die Netflix. Also, es wird safe so ablaufen, dass diese Emily zwar mit diesem Aktenkoffer da irgendwie was hat und dann sind die irgendwann auseinander und Emily geht dann zu Kevin und er ist irgendwie sauer auf Kevin. Es wird 100% so laufen. Das wird der rote Faden sein. Keine Comedy. Vielleicht war ich ein bisschen eifersüchtig. Ich sag's! Ich sag's! Ich hab's gesagt! Ich glaub schon, dass das zu sehen mich ein bisschen motiviert hat, to be honest. Motiviert? Nein. Ich roll mal weg. Also, Stella checkt Tobi. Aber auch Anna, Fabio und Dennis haben ein Auge auf Stella geworfen, während Laura Kevin datet, auf den Emily steht, auf die Akka steht. Hä? Ready, set, go. Ich bin schneller. Keine Chance. Die sind also gerade auf irgendeiner goldenen Party und derjenige, der als erstes zu jemandem hinsprintet, hat was mit der Person und Emily ist jetzt ihrer Mitbewerberin vorausgesprintet. Das heißt, sowohl ist das Mädel, also sie hier jetzt sauer auf Emily, als auch Atta Akata Aktienbörse. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Wie viel Zeit haben wir noch bis zum S-Verbot? Aber die Zeit rennt. 3 Stunden noch! Machen wir nicht mehr heute. Ich hab's mir gewünscht, aber ich kann nicht mehr. Die Folge geht auch noch irgendwie eine Viertelstunde oder so. Wenn ihr wollt, dass ich auch noch auf diesen Moment reagiere, wo die dann erfahren, dass sie nichts miteinander haben dürfen, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr meine nächste Reaction auf Too Cold, Too Ach komm, macht's gut.